dadurch, dass mein Alter ja sowieso öffentlich ist, ist ja Wahnsinn. Du hast ja am Anfang, als ich gespielt habe, musstest du ja hoffen, ob dein Spiel abends in der Sportschau kommt. Adi Furler oder Hans-Joachim Rauschenbach, wenn ich es richtig weiß, waren die Moderatoren der Sportschau. Und du hast gehofft, hoffentlich kommt mein Spiel. Beziehungsweise, wenn du nicht gut gespielt hast, hast du natürlich gehofft, dass dein Spiel nicht kommt. Das ist ja ganz schwer vorstellbar, weil da wurden die Filmrollen nach dem Spiel noch mit einem Motorrad in die Senderanstalten gefahren, damit man in der Sportschau dann noch aktuelle Bilder liefern konnte. Also war wirklich sehr lange her. Ich hatte ein sehr interessantes Interview und eine sehr interessante Diskussion über Analyse im Amateurbereich und im Profibereich mit Veo. Die Technologie, als sie so richtig interessant wurde, war ich kein Spieler mehr. Also das habe ich dann eher als Trainer für mich nutzen können. Aber ich möchte auch eine Geschichte erzählen. Wir waren 96 bei der Europameisterschaft. Da war ich schon 33 Jahre alt. Wir haben Schusstraining gemacht. Und Berti Vogt hat zu mir gesagt, du hast keine gute Schusstechnik. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hey Berti, ich bin jetzt zweimal Torschützenkönig geworden, ne, und spiele hier in der Nationalmannschaft. Was ist denn daran so schlecht? Zeig's mir doch mal. Und Berti Vogt hat es mir gezeigt. Der hat sich neben mich gestellt, der hat mir gezeigt, wie steht mein Standbein, wie ist meine Gewichtsverlagerung, wo hole ich den Schwung her, und hat es mir einfach erklärt. Das war dann damals der Ersatz der Videoanalyse. Und nachher ist es eine Idee einfacher, wenn du es einfach auf dem Video nur zeigen kannst. Ich kann auch nur sagen, dass mein Videoanalyst oder der Analyst generell, sowohl beim DFB als auch jetzt bei der türkischen Nationalmannschaft, ist vollwertiges Mitglied meines Trainerteams. Also es gibt nicht den Assistenztrainer und dann irgendwo unten drunter dann den Analysten, sondern er ist auf einer Augenhöhe, weil letztendlich muss er ja wissen, mit welchen Augen sehe ich denn Fußball und wie hätte ich denn gerne Fußball. Je schneller er verinnerlicht, wie ich das gerne hätte, wie meine Idealvorstellung ist, oder letztendlich ist dann nachher unsere Idealvorstellung, umso schneller kann er mir das natürlich visualisieren. Weil das ist das Problem. Du stehst als Trainer außen, du beobachtest ein Training oder du siehst ein Spiel und du bekommst als Trainer eher ein Gefühl. Du merkst, es hakt irgendwo. Du kannst es dann natürlich auch noch irgendwo lokalisieren, aber sichtbar machen, das macht der Analyst. Und deswegen hilft es unwahrscheinlich. Bei Trainingsbildern ist es ein bisschen einfacher, weil du ein bisschen mehr Zeit hast. Aber selbst in der ersten Halbzeit, wenn du dann in die Halbzeit gehst und du sagst als Trainer schon, es geht in die Richtung, wo ich denke, dass wir nicht optimal aufgestellt sind, und der Analyst kann das sofort umsetzen und zeigt es dann in Bildern in der Halbzeit, dann unterstützt es natürlich deine Halbzeitansprache immens und das Verständnis beim Spieler wird unglaublich viel höher, wenn er es nicht nur hört, sondern wenn er es auch sehen kann, was wir dann ganz genau meinen. Und mit den schnellen Technologien oder auch mit den Jungs, die extrem schnell am Computer arbeiten können, kannst du es highlighten, du kannst sie in diesen Raum reinschieben, wo du sie eigentlich ganz gerne gehabt hättest. Also generell muss man sagen, dass auch jetzt durch diese Möglichkeiten von Veo, wo du Trainingseinheiten aufnehmen kannst, hast du die Möglichkeit, alle verschiedenen Bereiche zu visualisieren. Es geht einfach darum, dass du den Spielern auf einem anderen Kanal etwas zeigen kannst, dass Bei Mobi- und Stabi-Übungen, da ist es natürlich so, dass der Leichtathletiktrainer den direkten Zugang hat. Er kann dann kurz verbessern, das ist alles okay. Wenn es ums Bewegungsmuster geht, dann hilft natürlich sofort schon eine Kamera auf dem kompletten Feld. Und wenn wir etwas Spezifisches feststellen bei einem Spieler, ist es natürlich auch sehr gut, wenn man sich in den Aufnahmen mal auf einen Spieler konzentrieren kann. Meistens fange ich dann mit einem Gespräch an und sage, ist dir schon mal aufgefallen, dass du nach einer misslungenen Aktion 5 Sekunden brauchst, bis du wieder im Spiel bist, weil du dich ärgerst, weil du enttäuscht bist, dass deine Körpersprache generell nicht so gut ist. Nimmt der Spieler oft gar nicht so wahr, und dann kommt natürlich die Analyse, wo du ihm denn die Bilder zeigst. Und spätestens dann sind es ja wie Daten und Fakten, da kommst du nicht drum herum. Und dann kannst du aber auch beim Spieler nachher logischerweise die Fortschritte wieder zeigen, indem du ihm zeigst, ey, schau mal, ist viel positiver, ist viel optimistischer geworden, und was das dann oft für einen Effekt für das gesamte Team hat. Ja, wichtig ist aus meiner Sicht, dass du in dein Trainerteam Leute holst, die Sachen können, die du nicht so gut kannst. Es nutzt nichts, wenn du dann 3
ich nenne sie jetzt mal Ja-Sager drumherum machst, die dir jeden Morgen sagen, Mensch, Coach, heute sieht's aber gut aus und heute hast du tolle Klamotten an, das nutzt nichts. Und das hat auch nichts mit Charakter zu tun, sondern es müssen Fachleute sein. Automatisch habe ich logischerweise im technischen Bereich auch Fachleute um mich herum. Wenn ich sage, wir arbeiten auf einer Augenhöhe im Trainerteam, heißt das ja auch, dass ich mich mit den Analysten auseinandersetze. Setze ich mich mit denen auseinander, zeigen sie mir, was die Technik kann, wie ich sie nutzen kann, wie wir sie für die Mannschaft nutzen können. Und automatisch bleibst du in einem dynamischen Prozess. Das darf nicht statisch sein, dass du sagst, so, ich weiß jetzt alles oder jetzt habe ich abgeschlossen mit den Sachen, die ich erfahren möchte, sondern es sollte immer wieder ein dynamischer Prozess sein. Und wenn du logischerweise mit den jungen Leuten dann auch in deren Bereichen weiter mitgehst, dann bleibst du ja auch selber nicht, also klar, man sagt dann, man bleibt selber jung, aber du bleibst dann auch immer auf einem Informationslevel, was du natürlich, wenn du clever bist, einfach nutzt, weil es heutzutage dir dann Vorteile bringt gegenüber anderen. Sei es in der individuellen Talententwicklung. Wir haben im DFB das Stürmerprogramm gemacht mit Toni Di Salvo. Da waren Videoanalysen. Das war das A und O. Weißt du, du kannst ja nicht anfangen mit, ja, wir früher haben, aber dann, ja, dann schaltet der Junge ab, sondern du musst es zeigen. Du musst zeigen, schau, was er macht, warum macht er das, zu welchem Zeitpunkt macht er das und so weiter. Und von daher gesehen, ist es eigentlich auch im eigenen Fortbildungsinteresse, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Es gibt, wenn wir mit der AHA spielen, du willst trotzdem gewinnen. Und es ist keinem egal, ob er jetzt 10 Fehlpässe hintereinander spielt. Das gibt es nicht nur auf Bundesliga-Level, sondern es gibt es auf Bezirksliga-Level genauso. Und diese Möglichkeit, die jetzt zum Beispiel WO bietet, ist natürlich, dass du das visualisieren kannst. Und zwar auf eine einfache Art und Weise, weil es gibt in jedem Amateurverein, egal wie groß er ist, speziell auch dann bei den Jugendmannschaften, gibt es immer den einen Freak, der weiß, wie Technik geht. Und man muss jetzt dazu sagen, das ist ja kein Hexenwerk. Du nimmst das Spiel auf, lässt es runterladen und hast es dann zur Verfügung und kannst es mit einfachen Tools analysieren und kannst dementsprechend auch alles markieren. Das ist etwas, was dem Amateurtrainer unwahrscheinlich viel helfen wird, weil er das, was er auch erkennt, er hatte ja die ganze Zeit nur schlecht die Möglichkeit, das zu visualisieren. Wenn du jetzt nicht einen absoluten Freak hast, der dann schon irgendwie mit einer Videokamera stand und es dann irgendwie versucht hat, mit wackeligen Bildern aufzunehmen, aber du hast nie so diese Draufsicht, wie sie dann halt jetzt die WO2 bietet. Und dadurch hat der Amateurtrainer, der ja auch meistens noch einen anderen Job hat, eben auch die Möglichkeit, relativ schnell zumindest mal wichtige Sachen zu visualisieren und der Mannschaft zeigen zu können. Und dann wiederum hast du natürlich auch das Interesse der Spieler. Und wenn dann ein Amateurspieler, okay, früher hast du so gesagt, naja, wenn ich da ein bisschen mehr Fahrgeld bekomme, wie vielleicht dort, oder da kriege ich noch freies Essen in dem Restaurant einmal im Monat oder kriege viermal frei tanken oder sowas. Wenn der Ehrgeiz noch da ist und dann sagst du jetzt natürlich, okay, ich gehe zu dem Trainer oder zu dem Verein, wo ich dann auf diese Art und Weise eigentlich eine bessere Möglichkeit bekomme, noch ein bisschen mehr aus meinem Talent zu machen. Deswegen glaube ich, dass es für die Amateurclubs, für den Basic-Fußball, vor allem auch für die Jugend das, oder auch für die Damen, dass das, weil die normalerweise nicht mit der besten Technik ausgestattet sind, weil sich alles auf die erste Mannschaft konzentriert, dass das unwahrscheinlich breites Entwicklungsfeld bietet, weil es dort nichts gibt. Das ist ja praktisch jetzt wie eine Neuankunft und zum ersten Mal werden dann Amateurspieler, Profispielerinnen vielleicht auch oder Fußballerinnen oder Jugendliche werden dann mal sitzen und sagen, ey, wir haben heute eine Sitzung gemacht und ich habe mich spielen sehen. Ich habe gesehen, wo ich eigentlich hätte sollen hinlaufen. Ich habe gesehen, was der Trainer meint mit, ich mache das noch nicht ganz richtig und das noch nicht ganz richtig. Und ich denke, dass das eine riesige Chance ist für den Amateurfußball. Also im Grunde genommen dadurch, dass wir meinem Verein das zur Verfügung gestellt haben, tun sich, finde ich, noch mehr Felder auf. Du sagst es zu Recht, du kannst zum einen auf deinen Social Medias, kannst du die Szenen vom Wochenende veröffentlichen. Du kannst dann natürlich auch sagen, okay, gegen ganz kleines Entgelt könnt ihr euch die Szenen anschauen. Ne? Schaust du, oder weil die Kamera ist ja ballorientiert, sie kann Freistöße, Eckbälle, Tore, kann sich selber rausfiltern, so dass du innerhalb von 3, 4, 5 Minuten im Grunde genommen weißt, wie deine Mannschaft gespielt hat. Das ist das eine.
noch verführerischer oder sagen wir mal durch Corona haben die Vereine ja auch sehr viele Mitglieder verloren, weil einfach kein Sport mehr gemacht werden konnte. Ich finde, dass das eine super Möglichkeit ist. Du bist zu Hause, dein Enkel, dein Sohn, deine Enkeltochter oder deine Tochter spielt auswärts, du kannst beruflich nicht hinfahren, sowas, aber hast dann die Möglichkeit, die besten Szenen von ihr zu sehen oder von ihm zu sehen. Wo du normalerweise nur auf die Erzählungen angewiesen bist, was du dann von den Kindern oder Enkelkindern hörst, das kannst du jetzt dann wahrhaftig auf dem Handy sehen. Der nächste Schritt ist für mich, dass dann auch die Spieler und Spielerinnen natürlich kommen und sagen zu dir, ey, kannst du mir die 3-4 Szenen von mir mal rausschneiden, kann ich die haben? Dann gehst du nach Hause und früher hast du erzählt, ja, und dann bin ich am 16er, bin ich an dem vorbeigegangen und hab den mit rechts oben in den Winkel geschossen. Und jeder hat gesagt, ja, klar, waren 16 Meter. Jeder hat gedacht, wahrscheinlich war es aus 4 Meter und war unten links ins Eck. Und dann kommst du jetzt und hast deine eigene Szene dabei und kannst ihnen zeigen, schau mal, was habe ich gemacht. Und dann wollen wir natürlich, wenn man noch einen Schritt weiter geht, kannst du natürlich sagen, okay, das wird dann irgendwann auch die Spieleberater oder wen auch immer sicherlich ein bisschen mehr interessieren. Wenn du vielleicht von der Bezirksliga in die Landesliga gehen sollst, hast du aber the best of. Und wenn dann der neue Verein vielleicht mal eine kleine Ablösesumme zahlen soll oder dich vielleicht engagieren möchte, weiß er zumindest schon mal eher, was du alles so gemacht hast. Das ist ja jetzt alles gar nicht möglich. Und da sehe ich also diese sehr breit gefächerten Möglichkeiten, die halt so ein Aufnahmesystem bietet. An oberster Stelle sehe ich einfach halten. Wenn du alles zu kompliziert machst, Amateurspieler sind keine Profis, sie verdienen damit kein Geld oder nicht ihren Hauptlebensunterhalt. Und dementsprechend ist das eine angenehme Begleitung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass jeder sich ein bisschen verbessern möchte, dass sich das jeder auch gerne anschaut. Aber sicherlich in einem Umfang, der dann auch akzeptabel ist, weil das Bierchen wartet schon. Das heißt, du würdest dann noch ein paar Minuten gerne abgeben für eine individuelle oder eine Mannschaftsanalyse, aber es soll einfach sein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Amateurfußball ist mit dem professionellen Fußball dann auch nicht zu vergleichen, sondern du musst dann auch Gefühl, das wäre vielleicht das Zweite, Gefühl auch für die Spieler. Es gibt einfach Spieler, die sagen, brauche ich nicht. Vielleicht, weil er auch schon 33 ist oder schon 35 und sagt, ich kann mir es zwar anschauen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr verbessern oder ich möchte mich nicht mehr verbessern. Ich komme so klar, wie ich es mache, aber Gefühl kriegen. Vielleicht ist dann ein 18-Jähriger, der dann sagt, ey, zeig mir noch mehr. Also neben der Einfachheit dann dieses Gefühl zu bekommen, wann kann ich es wie nutzen? Und das Letzte ist, nicht versuchen wollen, Fußball zu revolutionieren. Oder klar kann man sich etwas als Vorbild nehmen, was dann vielleicht Man City macht oder Liverpool macht oder Bayern macht oder Dortmund macht. Aber es ist Amateurfußball. Und dafür hat Amateurfußball auf der anderen Seite wieder Facetten, die wird der Profifußball nicht haben.